Kids, es ist mal wieder einer dieser Tage. Ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, noch ins Phantasialand zu fahren, nach Feierabend, für ein halbes Stündchen höchstens, und den Jan dort zu treffen. Ich bin super unvorbereitet, ich habe meine Brille auf, was richtig dumm ist, weil ich sonst immer nur mit Linsen in den Park gehe, weil ich nicht mit Brille... Ich bin zwar schon mal mit Brille gefahren, aus Versehen, da war ich auch spontan da und dann habe ich das vergessen, dass ich die auf habe. Aber diesmal, ich möchte das nicht das Risiko eingehen, dass die mir jetzt vielleicht doch mal wegfliegt, deswegen nerv ich mit der Brille, weil ich habe auch kein Band oder sowas. Zweitens habe ich keine Kamera dabei, ich habe jetzt nur die GoPro dabei. Normalerweise habe ich ja meine hübsche Kamera dabei, aber egal. Darauf kommt es ja auch nicht hauptsächlich an. Und ja, das war es an schlechter Vorbereitung. Ich heize jetzt darüber und ich hoffe, dass ich pünktlich genug da bin, um mich nochmal bei Taron anzustellen, weil sonst ist das Ganze ja für den Arsch, ne? Deswegen bis später gleich. Spähglei, bis Spähglei. Tschüss. Ich hab Hunger! Läuft super! Meine Interpretation von 90s Rap-Parts in Eurodance-Liedern. Come on now and move your feet. Get your hands up and move to the beat. Everybody here is having fun. You're gonna be my number one. Warum fahren alle nach Hause? Die Warteschlangen haben doch noch 12 Minuten geöffnet. Das wurde nichts mit dem Treffen. Ich habe mich echt beeilt, aber ich habe Jan einfach nicht gefunden. Er musste jetzt weg, weil er eine Backstage-Tour auf Maus Schokolade macht. Herzlichen Glückwunsch. Und ich muss jetzt den langen Weg rausgehen, weil es jetzt schon so spät ist und hier alles zumacht. Und ich muss noch einkaufen. Ey, ich schwitze wie so ein Bernd. Guckt euch mal das Wetter jetzt an. Da kommt gleich dick was runter, sage ich euch. Ja, das war eine sehr fehlgeschlagene Aktion, würde ich mal sagen. Also wie gesagt, der Plan war eigentlich Jan zu treffen, Taron zu fahren, abzuhauen. Ich war Punkt 20 nach bei Taron, hatte die Nachricht auf dem Handy, bin bei Taron und Jan ist ungefähr 3 Meter groß und ich gucke so, kein Jan. Ich suche und suche auf dem Dorfplatz vor Taron, stelle mich irgendwann in die Warteschlange, Nachrichten gehen natürlich nicht durch, Nachricht geht irgendwann endlich durch und er antwortet, ich stehe vor Taron vom Eingang. Ich so, what? It's not possible, bruh. Ja, dann bin ich halt alleine kurz Taron gefahren und musste direkt danach raussprinten, weil ich jetzt nach Hause muss schnell und noch schnell was einkaufen muss. Das lief nicht so gut. Aber Taron kind wie immer, mega geile Achterbahn. Zum ersten Mal auch ganz alleine, also alleine gefahren, kein Single Rider zu mir gekommen, sondern alleine gefahren, auch mal strange. Aber diese Bahn ist so geil und es hat sich trotz allem gelohnt, da jetzt kurz nochmal hinzuheizen, um die Bahn zu fahren, weil ich jetzt irgendwie nach dem Urlaub auch mal wieder richtig Bock hatte da drauf. Bla, was soll ich noch sagen? Wenn ihr euch schon wie ich immer mal gefragt habt, wie das überhaupt funktioniert, dass die Leute abends alle aus dem Park gehen und man nicht überall Leute vergisst, habe ich jetzt mal gesehen. Die machen bei Taron einfach mit so Tensatoren die einen Weg Richtung Chiapas, also du kannst quasi, wenn du Taron gefahren bist, nirgendwo anders mehr hingehen als zu Chiapas. Dann kannst du von Chiapas quasi nur... Boah, mir fällt gerade auf, dass ich mega den Umweg gegangen bin. Egal. Dann gibt es dann nur noch so wenige Wege und die führen dann alle nur noch zu den Ausgängen. Das heißt, man kann eigentlich, wenn man sich vorwärts bewegt, sich nur noch Richtung Ausgang bewegen. Das ist mega clever gemacht eigentlich. Aber ist ja auch logisch. Unnützes Wissen ist... Unnützes Wissen mit Golden Tapes. Habt ihr eine Ahnung, was ich kochen kann zum Abendessen? Ich tendiere so zu Kartoffelklößen mit Rotkohl. So kann man auch einen Vlog füllen, wa? Tschüss! Kennt ihr das, wenn es schwül ist und ihr einfach 10 Stunden lang nachschwitzt? Und ich habe Kopfschmerzen, weil ich zu viel gebeatboxt habe. Gut, dass ich da hinten geparkt habe. Diese Leute, die da im Eingang stehen bleiben, haben einfach alle zu viel Zeit. Außerdem ist es nur Wasser. Was ist das Problem? Ihr seid doch eh alle mit Autos da. Chillt mal. Ich bin das. Wow! Wow! Wow!
Es regnet. Oh mein Gott, ich muss alle meine Twitter-Follower informieren. Hashtag Regen. Bei uns geht die Welt unter. Global warming my ass. Look at that. War ja klar, wenn es einmal ein paar Tage gut ist, wird es direkt wieder schlecht. Jetzt bei 30 Grad auf Malle, das wär's doch. Oh. Na, bei so einem Wetter werde ich direkt depressiv. Lalalala, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich liebe Regen, ich liebe angenehme Temperaturen und Unwetter. Ihr werdet euch jetzt fragen, was hat dieses Video eigentlich mit dem Phantasialand zu tun? Und ich sage euch, das Phantasialand ist immer hier drin. Verstanden? Das ist immer dabei. Und außerdem war ich ja eben da, also ist es ein Phantasialand-Mini-Vlog. Und jetzt ist Schluss, weil ich bin jetzt gleich zu Hause. Tschüss! Kennt ihr solche Leute, die einfach unaware sind, dass sie nur einen Meter vorfahren müssen, da käme man durch? Ah! Aber nee.